Willkommen im Bungalow der neuen Generation. Auf 165 Quadratmetern erleben Sie großzügiges, offenes, schwereloses Wohnen wie in einem Loft. Die Tageslichtspots erleuchten jeden Winkel des Hauses und die Schiebetüren und Glastüren erweitern die Sichtachsen. Das Haus der Gegenwart hat ein Gehirn. Das Gehirn in diesem Haus ist ein iPad. Ich kann von diesem iPad aus alles steuern, was ich im Haus habe. Licht, Rollläden, elektrische Geräte. Und kann zum Beispiel, bevor ich das Haus verlasse, in meinem Wohnzimmer das Licht ausmachen. Das Wohnzimmer ist eine Symbiose aus Loft und Lounge. Die deckenhohen Bereiche mit den Studiofenstern bereiten dem Raum eine unerwartete Leichtigkeit. Und der Eckkamin, von beiden Seiten einsehbar, spendet auch in Abendstunden Wärme und Geborgenheit. Durch den dreifach verglasten Wintergarten tanken wir hier in diesem Esszimmer Licht und Energie. Außerdem ist der Bereich sehr groß und repräsentativ und hat eine direkte Anbindung zur Küche. Und sollte es uns einmal zu hell und zu warm werden, können wir ganz bequem per iPod das Ganze steuern und die Rollläden rauf und runter fahren. Die Küche ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Hauses. Hier werden Partys gefeiert, hier kommt die Familie zusammen und hier werden auch die Gaumenfreuden besonders groß geschrieben. Auch das Arbeiten in dieser Küche muss Spaß machen. Von daher sind Komfortfunktionen, wie zum Beispiel diese selbst öffnende Tür, ein ganz besonderer Hochgenuss. Hier erhält der Begriff Hauswirtschaftsraum eine ganz neue Bedeutung. Denn das Herzstück des Hauses, eine neuartige Hausbatterie, steht hier und empfängt den Strom vom Dach und kann ihn entweder speichern oder unserer Wärmepumpe abgeben, die das Haus warm hält. Jede Wand hat in diesem Haus ihren eigenen Auftrag. Alle Schränke wurden in die Wände integriert und bieten somit viel, viel Stellfläche und räumliche Tiefe. Willkommen im privaten Spa-Bereich. Durch einen cleveren Grundriss gibt es genug Wandfläche für die Designobjekte. Bd und WC auf der einen Seite. Eine offene, begehbare, große Dusche auf der anderen Seite. Und in der Mitte einen herrlich großen Waschtisch mit genügend Ablagefläche. Das optische Zentrum des Bades bildet die freistehende Wanne. Sie wird in Szene gesetzt durch die Materialien und Farben in Naturtönen. Es ist immer gut, Optionen zu haben. Dieser Multifunktionsraum bietet für alle Lebensphasen den perfekten Einsatz. Ob als Homeoffice, zweites Kinderzimmer, vielleicht auch für einen Hausgast oder einfach als Rückzugsbereich. Durch funktionale Möbel entstehen auf rund 13 Quadratmeter ein Hausaufgabenbereich, eine Kuschelecke und ein großzügiger, begehbarer Kleiderschrank. Ein richtiger Mädchentraum. Der schnell nachwachsende Rohstoff Bambus begleitet uns mit in das Schlafzimmer, wird hier wiederum in den Möbeln aufgenommen und durch eine sehr beruhigende Wandgestaltung in Blautönen abgerundet. Passend zu allen Situationen im Leben befindet sich hier noch ein Bad für alle Fälle. Aus einem klassischen Gäste-WC wurde noch ein moderner Duschtempel. Und wenn man morgens in sein Elektroauto steigt, was vom Dach betankt wurde, dann hat man das Gefühl, mit seinem Hausbau alles richtig gemacht zu haben.